So, schön von Fanrich und jetzt weiter auf Kirch. Kirch weiter auf Steven. Komm, Steven, mach das 1-0. Mach das 1-0. Was geht ab, Leute? Euer Packstrailer ist am Start und heute zur 7. Folge. Es müllert wieder auf jeden Fall. Durften wir in der letzten Folge endlich hier Silberspieler upgraden, beziehungsweise wir haben Silberspieler bekommen. Nämlich einmal hier Traut von Karlsruhe, der eigentlich gar nicht so schlecht ist mit 82 Pace. Und im ZDM haben wir uns noch Oliver Kirch gegönnt von Dortmund. Auf jeden Fall, ja, suchen wir uns jetzt unseren ersten Online-Gegner. Ja, solange wir hier einen Gegner suchen, können wir ja eine kleine Verbesserung, sage ich mal, an der Serie vornehmen. Ich habe mir jetzt so Gedanken gemacht, dass ich, wenn immer Müller trifft, bekommen wir so einen Münzenboost von ja 250 Münzen, sage ich mal. Das heißt, wenn jetzt Müller hier zweimal trifft, dann dürfen wir am Ende der Folge halt auf unseren Coinszähler 500 Münzen gutschreiben. Ich denke mal, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil dann lohnt es sich jetzt eigentlich auch mal, wenn Müller trifft. Auf jeden Fall machen wir das jetzt ab jetzt so. Wenn Müller trifft, gibt es immer 250 Münzen extra. Also jetzt haben wir unseren ersten Gegner gefunden. Ich mache hier einfach mal weiter, obwohl die Latenz so schlecht ist. Die ist gerade bei Rot. Eieiei, Leute, sollen wir es wirklich machen? Wir machen es einfach. Mal gucken, ob es wirklich so richtig doll leckt. Weil wenn es richtig doll leckt, Leute, dann ist es richtig scheiße. Aber ich habe hier schon 10 Minuten gesucht oder 5 Minuten, aber wir haben einfach keinen anderen Gegner gefunden außer ihn hier. Und das wieder so ein Starterteam, denke ich mal, mit Aschavin im linken Flügel, Bojan von Stoke City im rechten Flügel. Die Bronzespieler kenne ich alle nicht. Und den einen Goldspieler da, den österreichischen Spieler aus der türkischen Liga, aus Beşiktaş, glaube ich. Ja, aber müssten wir eigentlich locker easy besiegen, wenn es nicht so doll leckt, würde ich mal sagen. Ne? Mal schauen auf jeden Fall, was der Gegner drauf hat. Okay, noch geht es eigentlich hier mit dem Lecken. Es leckt immer so, ja, 5 Sekunden weiß, sag ich mal. Aber ich hätte einfach nicht weiter drücken sollen. Wenn eine rote Latenz ist, hätte ich einfach nicht weiter drücken sollen. Aber ich hatte keinen Bock, weiter noch zu suchen. Ich habe hier die ganze Zeit schon gesucht und einfach keinen Gegner gefunden. Aber vielleicht können wir den Gegner trotzdem so besiegen mit Lex. Hier, Steven, komm, mach ihn. Jawohl, Leute, Steven macht das 1-0 hier in der dritten Spielminute. So geht's auch. So geht's hier. Wunderbar, Leute, 1-0 in der dritten Spielminute, auch wenn es hier ein bisschen leckt, machen wir trotzdem das 1-0. Sehr nice hier nochmal. Zack, Steven rennt hier durch die komplette Abwehr, drängelt sich da weg und schiebt das Ding rechts unten in die Ecke ein. Wunderschönes Tor hier. Okay, wunderschönes nicht, aber schönes Tor kann man sagen, ne? Auf jeden Fall ein neuer Spielstand, 1-0. Jetzt unser Gegner mal. Aber Umtiti steht da, Leute. Umtiti, Umtiti. So, jetzt geht's weiter. Oliver Kirch auf Fandrich, Fandrich auf Steven. Steven geht hier wieder vorbei und holt einen Freistoß, glaube ich, raus. Jawohl, Leute, er holt einen Freistoß hier raus. Wir schießen natürlich mit Thomas Müller. Upsala, jetzt haben wir kurz ausgeführt und das war jetzt richtig kacke. Ballverlust, das wollten wir natürlich nicht so. Wir spielen jetzt einfach mal ganz nach unten hier. Zack, jetzt nach unten auf Traut. Unser neuer Silberspieler, jetzt auf Thomas Müller. Zack, gehen wir nicht vorbei. Schade. Doch, Müller hat sich wieder den Ball erholt. Müller hat sich wieder den Ball geholt. Und er verliert auch gleich wieder den Ball. Weiter in die Mitte. Jawohl, auf Fandrich. Fandrich da unten auf Steven. Steven auf Drexler. Drexler kommt an den Ball. Und macht das 2-0. Jawohl, Leute. Jawohl, hier 23 Spielminute, 2-0. Drexler hier. Ich glaube, Dominik Drexler ist da. Überlege ich jedes Mal, wie der mit Vornamen heißt. Auf jeden Fall, ja. Schöner Ball von Steven, eine schöne Flanke oder schöner Seitpass, sage ich mal. Ein Seitenpass kann man so sagen. Wann kommt die Wiederholung? Das möchte ich mir nochmal angucken. Hier Steven, zack, schön auf Dominik Drexler geschippt das Ding. Und Drexler nimmt einfach mal das Ding direkt ab. Oder nimmt den Ball noch 2-3 Meter mit und dann zieht er direkt ab. Und dann landet das Ding im Netz, Leute. 2-0, neuer Spielstand. Jetzt der Gegner aber jetzt hier mal. Bojan, eben hat er fast liegen lassen und jetzt ist er am Angriff hier. Er verliert den Ball, holt sich den Ball aber wieder mit Bojan. Ein Chippass und der kommt nicht an. Müller, jetzt ziehen wir einfach mal mit Müller. Komm, Müller. Und jetzt ist es erstmal Halbzeit für 4. Mal schauen, ich möchte mal auf die Statistik schauen. Ich glaube, der hat 3 Schüsse insgesamt und 0 Schüsse aufs Tor, glaube ich. Und wir haben so, ja, ungefähr 3 Schüsse aufs Tor, schätze ich. Oder 4. Mal schauen, wenn er jetzt weiter drücken würde hier, würde es ja schneller gehen. Hier Steven Zuritzbitski in der 4. Minute und Drexler in der 24. Minute. Auf jeden Fall. Ja, wir haben 6 Schüsse aufs Tor. Er hat 0 Schüsse aufs Tor. Ja, das sagt eigentlich schon wieder alles, ne? Wir sind auf jeden Fall überlegen. Er hat fast keine Chancen. Er schießt einfach mal aus der Distanz, wenn überhaupt. Auf jeden Fall, ja. Sehen wir uns gleich wieder.
in der zweiten Halbzeit. Und es gibt einen Freistoß, Leute. Ein Freistoß aus einer, ja, akzeptablen Position, aus eigentlich aus einer guten Position. Es gibt hier Rot noch für den Gegner. Rote Karte für den Gegner. Ich hoffe mal, das erleichtert uns mit Müller da einfach mal durchzugehen und ein Törchen zu machen. Auf jeden Fall gibt es erstmal hier den Freistoß, den natürlich Müller schießt. Müller, Müller, Müller. Ja, wir machen einfach ganz normal schießen hier. Ich glaube, der geht gegen die Mauer. Ach meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. Junge, Junge, Junge. Schön von Thomas Müller und jetzt macht er vielleicht sein Ding. Jetzt macht er vielleicht sein Ding. Thomas Müller, er tunnelt ihn, glaube ich. Er tunnelt ihn, glaube ich. Ich glaube, er hat ihn getunnelt. Thomas Müller hier, Leute. Thomas Müller. Thomas Müller hier in der 66. Spielminute. Ich glaube, er hat ihn getunnelt. Müssen wir nochmal auf die Wiederholung schauen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er ihn getunnelt hat, Leute. Richtig nice hier. Richtig Hammer. Mal schauen. Schauen wir mal hier mit einem Trick vorbeigegangen und dann. Und dann. Jawohl, Leute, wir haben den Keeper getunnelt. Ist das nice. Das sieht auf jeden Fall mal richtig hammer aus hier. Zack. Ja, der kann einfach nichts machen, ne? Wenn man ihn tunnelt, tunnelt man ihn hier auf jeden Fall. Neuer Spielstand: 13-0 in der 66. Spielminute. Thomas Müller. So, vielleicht müllert es heute nochmal. Thomas Müller hier nochmal. Thomas Müller. Thomas Müller. Immer noch Thomas Müller und jetzt ziehen wir einfach mal ab hier mit Müller. Jetzt ziehen wir einfach mal ab und das 14-0 durch Thomas Müller, Leute. Jetzt kommt 500 Münzen schon auf unseren Coinzähler dazu am Ende der Folge. Weil ich habe ja gesagt, am Anfang der Folge, dass wir jetzt ein bisschen umstellen. Wie gesagt, pro 10 Tore gibt es ein Premium Goldset. Da, wo wir die Goldspieler behalten dürfen, haben wir ja schon eins gemacht. Da haben wir Umtiti behalten und jetzt habe ich noch eine Umstellung, kleine Umstellung gemacht, nämlich, ja, bei jedem Tor von Thomas Müller, ja, erhöht sich unser Coins-Zählerstand um 215 Münzen. Müller hat jetzt schon zwei Tore gemacht, das heißt, am Ende der Folge gibt es 500 Münzen extra auf jeden Fall hier. Das 4-0, ich glaube, in der 74. Spielminute, ne, in der 76. Spielminute auf jeden Fall das 4-0, neuer Spielstand, jawohl. Ja, Leute, das Spiel ist vorbei und nach dem 4-0 ist eigentlich nichts mehr gegangen, auf beiden Seiten auf jeden Fall, ja. Bei den Gegnern ist fast noch gar nichts gegangen. Also, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, ein Torschuss. Das ist auch schon viel, wenn er einen Torschuss hat. Auf jeden Fall, ja. Haben wir 4-0 gewonnen. Thomas Müller hat zwei Dinger gemacht. Das heißt, unser Coinzählerstand erhöht sich am Ende der Folge. Automatisch um 500 Coins auf jeden Fall, ja. Suchen wir uns jetzt noch gleich mal den zweiten Online-Gegner. Stimmt, Leute, das habe ich vergessen hier. Wir haben bei diesem Spiel hier 783 Münzen bekommen. Das müssen wir natürlich auch noch auf den Coinzählerstand dazu schreiben. So schnell kann es gehen, haben unseren zweiten Online-Gegner gefunden. Wir spielen natürlich in unserem Bayern-Trikot. Mal schauen, was er da für ein Team hat. Er auf jeden Fall hat er 100 Chemie gehabt. Also muss er ja gar nicht so ein schlechtes Team haben. Also wahrscheinlich ein Bronze-Team aus einer Liga oder sowas. Er hat hier ein, ja, amerikanisches Team, ein MLS-Team. Sieht auf jeden Fall nice aus. Mal schauen, wie er so abgeht damit. Ich hoffe mal, dass wir nicht die erste Niederlage kassieren hier. In S. Müller wieder. Wir haben ja noch keine Niederlage bekommen. In, keine Ahnung, wie vielen Spielen. 7 Folgen. Wir sind jetzt bei der 7. Folge, das heißt, 13 Spiele haben wir jetzt schon hintereinander gewonnen. Das ist das 14. Spiel, mal gucken, ob wir noch das 14. Spiel gewinnen können. Mal schauen, auf jeden Fall, wie der Gegner abgeht. So, schön von Fanrich und jetzt weiter auf Kirch. Kirch, weiter auf Steven. Komm, Steven, mach das 1-0. Mach das 1-0. Nein, Leute, der Keeper hält hier. Mann, ey. Sonst hat er schon wieder in der 3. Minute das 1-0 gemacht. Steven Zürzbitzki, oder wie der heißt. So, jetzt erstmal eine Ecke hier. Wir machen unsere Eckballtaktik wieder. Wir versuchen, ob die dieses Mal klappt. Eckballtaktik auf Fandrich. Fandrich. Uiuiui, der kommt wenigstens zum Kopfball, aber ja, keine Gefahr dafür. Den gegnerischen Keeper. Steven auf Wannenwetsch, 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 Fandrich, Steven. Steven auf Fandrich, Fandrich, Fandrich 1-0, Leute. Wunderschöner Spielzug hier von uns. Fandrich mit dem 1-0 in der 10. Spielminute, Leute. Richtig nice Tor hier. Richtig schöne Kombination hier. Steven, Fandrich, Fandrich, Steven. Und dann zack, Fandrich 1-0. Neuer Spielstand, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, nein, nein. Was macht denn da Zlatan Alomirovic, Leute? Der bleibt einfach stehen, 1-1 hier, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse, ey. 15. Spielminute, 1-1. Und was macht Zlatan Alomirovic da? Richtig, nichts. Der bewegt sich einfach gar nichts. Der guckt einfach hinterher. Der guckt einfach hinterher, ey. Das gibt's doch gar nicht. Komm, hast du Mjatke? Nee, hast du nicht. Findlay. Weiter auf Uduro, Leute. Der hat 90 Tempo oder sowas. Oder 89. Und macht das 2-1, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Wir führen hier 1-0. Wir liegen jetzt in der 30. Spielminute 2-1 hinten.
Wegen diesen verkackten Oduro-Leute und Zlatan Alomirovic-Leute. Da sieht es schon wieder schlecht in der Situation aus, Leute. Muss ich einfach sagen. Eigentlich hätte er beide Bälle halten können. Schauen einfach mal die Situation hier nochmal an. Aber eigentlich müsste, den ersten hätte er auf jeden Fall haben müssen und den zweiten hier hätte er eigentlich auch haben müssen. Aber schaut euch das an, stark geschossen war er jetzt nicht. Hätte er einfach mal seinen Körper ein bisschen nicht nach links drehen sollen, sondern nach rechts, dann hätte er ihn locker gehabt, aber ja, naja. Kirch auf Wannenwetsch, Wannenwetsch weiter auf Fandrich, Fandrich. Ach Leute, der hält schon wieder, der Keeper Müller, zieh ab. Müller, Leute, 2:2. Was für ein, ja, richtig geiles Tor hier, was für ein atemberaubendes Tor, kann man so sagen. Ja, ich sage es einfach so hier, auf jeden Fall wieder ein Müller-Tor. Das heißt, 57 Münzen gibt es jetzt schon. Auf jeden Fall, ja, Leute, außer dass er aus diesem Winkel trifft, hätte ich nicht gedacht. Zack, Thomas Müller hier, 2:2, Leute, richtig starkes Spiel hier bis jetzt von beiden Partien, sage ich mal, von den Gegnern und von uns. Auf jeden Fall, ja, neuer Spielstand, 2:2, würde ich mal sagen. So, Leute, schauen wir einfach mal auf die Halbzeitstatistik. Ja, die sagt eigentlich schon wieder alles aus. Wir sind klar besser, Mann. Wir haben 8 Schüsse aufs Tor, der Gegner hat einfach 2 Schüsse aufs Tor und 2 Tore. Wie unnormal ist das denn schon wieder hier? Das gibt's doch gar nicht. 8 Schüsse aufs Tor und 2 Tore bloß und er hat 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore. Das ist sowas von unnormal und lächerlich hier schon wieder. Auf jeden Fall mal schauen, was die zweite Halbzeit noch so bringt. Eine Niederlage wäre richtig schlimm. Unentschieden wäre noch in Ordnung, würde ich sagen. Aber ein Sieg, der muss auf jeden Fall drin sein. Der ist auch auf jeden Fall drin, wenn man die Statistik betrachtet. So, 70. Minute, Leute, und er steht immer noch 2:2, ein unverdientes 2:2, kann man nichts anderes sagen. Jetzt hier auf Steven, verliert den Ball wieder, dieser komische Kruster, oder wie der heißt, schön von Müller jetzt hier, Müller, zieh ab, ey, das ist auch ein Freistoß, oder ein Elfmeter, Mann, so ein Körpereinsatz im 16er ist eigentlich gar nicht normal, ist überhaupt nicht normal. Jetzt hier, nochmal auf Thomas Müller, mach ihn, Thomas Müller hier, 3:2, Mann, 3:2 hier in der 81. Spielminute. Thomas Müller mit seinem 4. Tor in der Folge hier, mit seinem 4. Tor in der Folge. Auf jeden Fall, ja, gibt es 1000 Münzen jetzt schon extra, weil er 4 Tore gemacht hat. Auf jeden Fall hier richtig Hammer, Leute, richtig Hammer, 3:2, Leute. Endlich hier das verdiente 3:2, neuer Spielstand, würde ich mal sagen, ne? Oh mein Gott, nein, wir fangen uns jetzt noch 3:3. Komm, Umtiti, stark gemacht, stark von Umtiti, aber, jawohl, komm, renn doch dahin, Mijatke, ist das dein Ernst, du hättest ihn locker gehabt. Jawohl. Nein, jetzt laufen wir ins Aus, Leute. Jetzt laufen wir ins Aus. Aber es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei hier. 3:2 haben wir gewonnen. 3:2 mal gewonnen, Leute. Unsere Siegesserie geht weiter. Noch keine Niederlage in der Serie. Es müllert wieder auf jeden Fall, ja. Schaut mal schauen, wie viele Münzen wir bekommen haben. Und auf die Statistik möchte ich auch mal nochmal schauen. Die ich eigentlich sehr interessant, meiner Meinung nach, hier. Weil ich muss mal schauen, ob der Gegner immer noch 2 Schüsse aufs Tor hat. Das wäre wirklich richtig lächerlich, denn... So, gehen wir mal weiter hier. Münzen bekommen wir auf jeden Fall 634. 634. Und Statistik, Leute, der Gegner hat immer noch 2 Schüsse aufs Tor. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, Coins-Zähler. Ja, Leute, aufgrund der restlichen Coins, die wir halt von den vorherigen Folgen und halt wegen den Thomas Müller hier extra Münzenboost, sage ich mal, haben wir jetzt insgesamt 4502 Münzen zur Verfügung. Ja, auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, upgraden wir mal heute hier Alomirovic, der hat mir jetzt nicht mehr so gefallen. Alomirovic upgraden wir heute und Fandrich. Nee, Fandrich ist eigentlich auch okay, geben. Wir upgraden mal Fandrich. Können wir eigentlich immer noch auf der Ersatzbank lassen. Können wir einfach mal raufbringen. Auf jeden Fall gibt es heute den Torwart, einen Silbertorwart und ein ZOM Silber. Mal schauen, wen es da so gibt. Wen Deutschland da so ein Angebot hat. Deutschland ZOM Silber. Mal schauen. Baumjohann sieht schon, sieht auf jeden Fall nice aus. 68 Pace wäre mir aber ein bisschen zu wenig. Ehrlich gesagt. Hier, dieser sieht doch gar nicht so schlecht aus. Rastkowski, Leute. Mark Rastkowski oder irgendwie sowas. Junge, Junge, schwieriger Name hier. Gibt's vielleicht noch einen anderen? Hani Mukta, Leute. Hani Mukta. Den würde ich eigentlich richtig gerne spielen. Hani Mukta. Hani Mukta von Hertha BSC. Mali. Yunus Mali. Meier.
Sebastian Meyer von St. Pauli. Sieht auch nicht schlecht aus. Baumjohann, ja, wen nehmen wir jetzt hier? Ich denke mal, entweder Hani Mukhtar oder Mali. Ach, schade, na, okay, schade nicht, aber. Meier. Sebastian Meier. Mali. Sebastian Meier, Mali oder Mukhtar? Ich glaube, ich packe eher Hani Mukhtar, Leute. Hani Mukhtar kaufen wir uns hier, gönnen wir uns einfach mal. Hani Mukhtar, Leute. Hani Mukhtar, da ist er doch. Hani Mukhtar. Könnten dafür 3 Münzen. Okay, für 250 Münzen bekommen wir ihn. Also ist unser Coinzähler stand noch bei 4200, wie viel hatten wir jetzt insgesamt? Ich schau mal kurz hier. 4502, das heißt, unser Coinzählerstand ist bei 4052. Nee. Was laber ich hier für eine Scheiße? Unser Coinzählerstand ist bei 4252. So, jetzt bin ich endlich drauf gekommen, Leute. Junge, Junge, Junge. Schwere Rechnung hier. 4502 minus 250 ist natürlich 4252. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch so viele Münzen zur Verfügung für den Keeper. Aber ich denke mal, der Keeper wird auch nicht so teuer sein, weil er Non-Rare ist, ne? Wir müssen erst viele Coins ausgeben, wenn Rare-Spieler kaufen. Wir könnten uns vielleicht hier Karius kaufen, aber so viele Coins würden wir nicht bekommen. Ich denke mal, Horn werden wir uns denn kaufen oder Giefer oder sowas. Aber erstmal müssen wir jetzt einen Non-Rare-Spieler kaufen. Miller. Markus Miller, der springt mir gleich ins Auge hier. Oder Patrick Klant. Ah, der ist ein bisschen zu klein, finde ich. Lute, 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 Lute. Grün. Max Grün, Leute, der hat gar nicht so einen schlechten Wert als Keeper. Außer Ballsicherheit hätte er noch mit 70 irgendwas haben können, aber. Ich denke mal, es wird Max Grün werden. Max Grün von Wolfsburg. Oder da. Wiedwald. Wiedwald. Felix Wiedwald. Ja, wir holen uns Felix Wiedwald, Leute. Der sieht nice aus. Felix Wiedwald. Mal gucken, wie viele Münzen wir ihn bekommen. Wir bekommen ihn auch für 250 Münzen. Das heißt, wir haben jetzt noch, wie viel hatten wir eben? 4252. Das heißt, wir haben jetzt noch 4002 Münzen zur Verfügung. Dann runden wir das einfach ab und sagen wir, wir haben noch 4000 Münzen zur Verfügung. Das ist das einfacher für die kommenden Folgen, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben jetzt noch 4000 Münzen zur Verfügung. Für die, ja, für die nächsten paar Folgen, oder ein paar Folgen, keine Ahnung, wie lange ich noch das machen werde. Wie gesagt, wenn ich mein Traum-Deutschland-Team habe, dann werde ich erst die Folge beenden oder die Serie beenden. Und das dauert noch ewig, Leute. Ich möchte hier einen Özil im Zentrum, im Sturm denke ich mal einen Gomez oder einen Klose. Linkes Mittelfeld, ja, keine Ahnung, wer da hinkommt. Innenverteidigung Hummels und Boateng oder sowas. Im Tor Neuer, aber Neuer wird wahrscheinlich viel zu teuer sein, deswegen erstmal Weidenfeller. Ein Lahm eventuell noch, auf jeden Fall, ja. War es das jetzt hier mit der 7. Folge? Eigentlich sieht das Team jetzt bis jetzt, was wir jetzt haben, schon mal richtig nice aus, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Sehen wir uns halt bei der 8. Folge wieder. Morgen bei der Trainerkarriere. Vergesst nicht einzuschalten, auf jeden Fall, ja. Würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute, euer PaxRaider. Ciao!